Geht ja einfach heavy an, ey. Was hast du denn da jetzt bekommen? Göttliches Licht. Ja, wenn Pfingsten ist, das ist nicht schlecht. Probeklausuren habe ich am Montag, Dienstag, Mittwoch. Zu Pfingsten? Nee, diesen Montag. Ach so. Das heißt, du musst auch nicht mehr lernen, oder wie? Ein bisschen muss man immer lernen. Ne? Aber dann ist auch die Gründungssitzung, ist jetzt ja am 10. Also ist das dann auch vorbei schon. Das ist auch gut. Heute haben wir die Einladung rausgebracht. Und da steht die Tagesordnung. Und jeder hat einmal die Satzung zur Sicht bekommen, weil über die wird ja abgestimmt, so kann jeder das schon mal zu Hause. Ja. Müssen wir mal sehen, ob du vorher noch die Mitgliedskarte kriegst, dass wir dich noch reinholen. Ich habe echt Angst, dass da irgendwas so verloren gegangen ist. Irgendwie. Vielleicht kann man da mal anrufen oder so. Ja. Kriegst du einen provisorischen Wisch? So eine Notmitgliedskarte. Du lachst. Boah, ist das hier ordentlich. Wo ist denn Kriegel? Ja. Aschala Nora, ja. Tschüss. Ja, auf Ultra mit so einer Sicht und das ohne irgendeinen Lag. Boah, ist das awesome. Du bist gerade hochgeflogen, oder? Ja. Durch dieses Licht durchfliegen? Nice. Shatra, die ehemalige Hauptstadt der Drenai. Drenai heißt übrigens die Verlorenen. Oder Verlassenen? Nee, ich glaube Verlorenen. Weil sie keine Heimat mehr haben. Traurig, traurig. Alles wohl, vielleicht, ja. Die Verlassenen. Funny joke. Ja, whatever. Funny joke. Ich fliege jetzt gegen so einen Felsen, also auf so einen Felsen auch zu und bin mal auf Toilette. Meine Blase. Ich such die Quests. Okay. Oh, Monsieur Tagos. Gehen Sie nicht, gehen Sie weiter. Hier müssen doch Quests sein. Da ist ein Camp, ich sehe es doch. Ja, oh, schauen wir nicht die entsprechende Stufe. Ochenei. So heißt es. Ne, Ochindu. Ja, Madame. Ochindu. Ochindu. Oh, ich muss mir Tee was sagen.
Wieder, ne? Jo. Ah. Oh. Hm. Ich bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Okay, da wo ich dachte, sind die Quests noch nicht von unserer Welt. Also, bevor wir hier Kacke machen, gehen wir hin. Ja, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Genau. Nein, eigentlich nicht. Der Typ bei uns bringt zu wenig. Ich muss kurz auf mein Teewasser warten. Jo, ist gut. Nee, voll komische Preisstaffel, ne? Grundspiel 12 Euro, erstes Standalone Add-on 17 Euro, und das neueste Standalone Add-on 40 Euro. Das heißt, man könnte sich ja direkt das erste Standalone Add-on kaufen oder was, und hätte keinen. Es würde einem nichts fehlen. Ich weiß nicht, ob da wirklich die Grundinhalte. Spiel auch mit drin, wie es genau läuft. Also man dann Multiplayer technisch mit allen zusammen. Ne? Oh, ich muss auch mal auf Klo, wie ich den Wasserkocher höre. Bräuchte mal eine Seite, wo man herausfindet, welches Spiel. Falsch angefangen, danke. Wie groß die Online-Community eines Spiels ist. Das würde einem helfen, zu evaluieren, ob man da einen Online-Titel drin finden kann oder nicht. Wenn man so eine Seite kennt, bitte in den Comments oder PM einfach mal als Info da lassen. Jetzt kommt Scoobies Journalismus-Skills hier. Wir gucken einfach bei dem YouTuber, wann er sein letztes Ding da geupt hat. Das ist eine gute Idee. So, 4.6. Das, liebe Community, sagt uns, ist noch ziemlich aktuell. Jasmin-Tee. Kannst du mal gucken, wann Pfingsten ist? Ja, okay, Moment. Schreib einfach mal im Channel von dem Typen, der irgendwann einer weiß, wo die größte Community ist. Kannst ihn ja auch fragen, ob es sinnvoll ist, Grundspiel und Standalone-Erweiterung zu kaufen. Kannst du ihm auch eine PM schreiben? Also für. Ja, was die Koop-Kampagne, also Koop-Kampagne angeht, 100 Pro. Dann geht's schon in Action weiter. Gute Nachricht ist, das letzte Online-Match hat er gestern reingestellt. Nummer 122.
Nummer 122? Ja. Das ist dieser Typ, der durch sein Geschichtsinteresse auf Computerspiele gekommen ist. Napoleon Total War Online Battle Nummer 72. Man kann vorstellen, wie man da coole Online Battles machen kann. Also die Anfangsphase schneidet er immer raus irgendwie, aber dann. Ich möchte auch nicht kritisieren, er macht taktische Fehler. Ja. Ich sag, vielleicht war er live kommentiert, weiß ich nicht. So, ich zeige hier so den Leuten die Wälder von Terrorcar, wo sie schon nicht in den Genuss kommen, uns dort questen zu sehen. So, Pfingsten. Reicht es wohl, wenn ich nochmal einfach Pfingsten eingebringe? Dann will have a try. Hier wird mir schon eine Apostelgeschichte aufgetischt. Fast nicht. Wann ist Pfingsten? Pfingstsonntag ist in 7 Tagen. Zwölfte Sonntag? Tatsächlich. Also ist der erste Freitag Montag? Erste Freitag ist Montag. Ja, erste Feiertag ist Montag. Den 13. Juni. Ja, das heißt, ich muss nur noch diese eine Woche? Ich weiß nicht, wann du frei hast, aber wenn du zu Pfingsten frei hast, ja. Ich wusste gar nicht, wie krass Pfingsten ist. Pfingsten ist ein beweglicher Feiertag. In Klammern Pfingstsonntag zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni. Achso, ich erinnere mich. 50. Tag nach Ostern. Ich erinnere mich, es wäre 40. Ah, der 40. nach Himmelfahrt oder so. Nee, das kann auch nicht sein. Das ist nicht ganz gut. War das nicht auch der 40. nach irgendwas? Nach Christi Auferstehung? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, der war doch nicht 10 Tage in der Höhle. Nee, das auch nicht. Christi Wiedergeburt. Ach, ich habe die Quest übrigens gefunden. Ich komme. Das ist ein gutes Questgebiet hier. Da kann man kurz mal so die Eigenarten des terrakonischen Waldes zeigen. Wenn es hier mitten im Wald ist. Von allem etwas sozusagen. Ah, das ist interesting. Wo ist Pfingsten ein Feiertag? In welchem Bundesländer? Ich sag so viel, es werden 16 Bundesländer aufgezählt. Oh Mann, das ist ein automatisch generiertes Teil. Ja. Und dann kürzen sie also Nordrhein-Westfalen ab mit NRW, um dann in Klammern doch nochmal Nordrhein-Westfalen hinzuschreiben. Nice, Jungs. Ja, bitte. Oh, hier werde ich weiter verlinkt auf Pfingstferien. Das deckt sich doch bestimmt mit euren. Nee, das muss nicht gesagt sein. Na, ja, sonst hättest du auch schon längst Ferien. Oh, sind nicht viele Quests. Ja. Mensch, Kohle, das ist aber ja. Ein ganz schöner Schnappschuss gemacht, ne? Und ich hab mich selbst übertroffen. Das ist die WoW übertroffen, Kohle. Eigentlich habe ich erwartet, dass jetzt die WoW zusammenbricht, aber nicht funktioniert. Und so blättern wir erneut eine Seite um. Wieder Questlogfiles sind mehr als eben in Zanga. In Zanga? Seid ihr schon per Zanga? Stehst du per Du? Na egal. Ja, witzig, total witzig, weil es ist ja so ähnlich. Zanga ist ähnlich wie per Du. Es hat die gleiche Konstruktion. Kann ich nichts zu sagen.